Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Europa Universalis 4 zusammen mit mir, dem Malte. Ja, letztes Mal hatten wir unseren Italienfeldzug begonnen, mussten erst Aragorn aus dem Krieg werfen, was uns dann auch gelungen ist, und schreiten nun jetzt voran im Krieg. Ja, und ziehen jetzt langsam aber sicher Richtung Feindesland. So, wir haben jetzt eine weitere Armee noch gehabt hier im Osten, die hat sich mittlerweile erholt, die schicken wir jetzt nach Richtung Genua, um uns ja jetzt hier langsam mal sicher festzusetzen. So, soweit also okay, Kriegskasse stimmt noch und der Befehlshaber ist hier gestorben und wir könnten doch nicht mal nach Genua, okay, dann halt nicht. Gut, wir bauen jetzt mal einen neuen Befehlshaber und wieder ein sehr fähiger, herrlich. Der hat auch einen auf Belagern, sehr gut, das heißt wir tauschen den mal aus gegen den Chivinier hier unten. Tauschen wir die Armeen mal, weil der kann wenigstens einen auch belagern. So, ein bisschen langsamer hier. So, und ihr könnt euch zurückziehen. So, schon besser. So, sie versuchen zusammen hier wieder Piemont zu befreien. Das werden wir natürlich zu verhindern wissen. Oh, und sie haben angetäuscht. Eine schöne Antäuschung. Herzlichen Glückwunsch. Sie gehen jetzt doch nach Kuno und versuchen das zu befreien, haben sie aber nicht geschafft. Tja, und damit können sich die vereinten Truppen aus Genua und Savoyen wieder zurückziehen. Gut, dann bleiben wir mit unseren anderen Truppen jetzt erstmal hier wieder, als Rückhalt, als Backup. Und sehen zu, dass wir jetzt hier weiterkommen. So, Bibel übersetzt. Ein Priester in Cannes hat die Bibel in unsere Sprache übersetzt und damit begonnen, in den Nachbarndörfern und ganz normal die Exemplare zu verteilen. Ketzerei, verbrennt sie. Plus Beziehungen mit ganz vielen Staaten oder Normandie ist protestantisch und minus beziehungsweise ganz vielen Staaten und 3% Reformbegehren. Wir verbrennen sie. Das wäre, ich sage jetzt leider keinen einzigen Vorteil dabei, die Bibel jetzt hier zu behalten, außer ich will protestantisch werden. Und das habe ich bis jetzt nicht vor. So, Mailand hat kapituliert, das heißt, wir können ja weiterziehen, jetzt original nach Genua. Können auch jetzt die andere Truppe nachholen, nach Novara. Sehr gut. Oh, und da kommen sie auch schon wieder. Wollen da jetzt wieder gegenbelagern in Italien. Das werden wir zu verhindern wissen. Jetzt brauche ich aber beide Armeen. So. Und Kuno haben wir jetzt auch gewonnen. Ihr kommt jetzt gleich an. Liegt da richtig? Ja, die kommen jetzt sofort an. Dann geht ihr jetzt nach... Obwohl, jetzt geht ihr dahin und wir teilen mal kurz auf. Zwei machen jetzt hier die einzelnen Provinzen belagern. So. Vollkommener Sieg hier hinten wieder. Sehr schön. Dann geht ihr jetzt nach Lucca und ihr nach Novara. So. Sehr schön. Riecht nach einem guten Sieg. So, Florenz, möchtet ihr mir zufällig Truppenzugang gewähren? Nein, nicht Flotten. Truppen. Danke. Truppenzugang. Sehr schön. Wir haben Truppenzugang. Das heißt, wir können jetzt theoretisch vorstoßen bis in den Kirchenstaat hinein, sobald Lucca gefallen ist. Ach ne, können wir sogar jetzt schon. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier nach Parma noch. Die gehen nach Albenga. Oh, da kommen gerade Leute an. Ja, Sekunde, dann geht ihr vielleicht. Ne, dürft ihr nicht, okay. Dann bleibt mal hier. Dann geht jetzt hier irgendwie. Ja, ihr dürft nach Piemont, okay. So, wir erholen uns jetzt derweil ein bisschen. So, hier müssten wir jetzt zu den Truppen stoßen. Aber das kann ich irgendwie nicht. Na, gehen wir erstmal nach Novara, vielleicht dürfen wir hier, ja, jetzt dürfen wir von dort nach da, okay. Und wir haben wieder Dominanz im Weißweinhandel erlangt. Im Weinhandel, nicht nur im Weißweinhandel, das wäre noch schlimmer. Nur der Weißwein. So, die Jungs haben sich erholt, das heißt, hier werden wir jetzt Richtung Kirchenstadt marschieren. So, sieht also bis jetzt ganz gut aus. Wir dürfen eine Idee forschen und wir müssen jetzt langsam Ruf nach Frieden kriegen. Wir, okay, wir müssen uns also jetzt ein bisschen beeilen hier. Lange dürfen wir den Krieg nicht mehr ziehen. Ich frage schon mal vorsichtig beim Kirchenstaat an, wie es denn bei ihm aussieht. 26, 31 bräuchte ich hierfür, 24. Also zumindest die Provinz hätte ich gerne. Wenn ich schon Avignon nicht kriege, hätte ich zumindest gerne die andere. Noch können wir es ja ein bisschen durchhalten. Wir dürfen auch mittlerweile die Akt zur Religionsverbreitung und Uniformitätsakt, das war das, was ich suchte. Und dann eben weitere Schritte zur vereinigten Kirche, indem ihr die Leute zum Kirchengang zwingt und die Gottesdienstgebete im Buch des gebräuchlichen Gebets zusammenfasst.
Ach Gott. Nee, lohnt sich nicht. Wenn wir Protestantismus hier hinkriegen, dann denke ich drüber nach, die Leute zu zwingen. Aber so möchte ich ein bisschen Religionsfreiheit noch haben. So, hier haben wir jetzt eine Provinz besetzt. Das heißt, nun beginnt aber langsam aber sicher der Marsch auf Rom. Hier können wir jetzt nochmal die kirchenstaatliche Armee vernichten. Gut, und Marsch auf Rom. So, totale Vernichtung kirchenstaatlicher Armee. Ich möchte jetzt nicht Rom belagern, das könnte Ewigkeiten dauern, weil Rom eine extrem starke Festung hat. Deswegen möchte ich jetzt gerne einen Frieden haben. Und jetzt würdet ihr ihn sogar annehmen. Och, ihr würdet sogar noch mehr annehmen. Nee, aber würdet ihr. Okay, dann gibt mir einfach Avignon, dann können wir über die andere Provinz noch später sprechen. Brecht mal die Verträge mit Portugal. Ja, das wollt ihr wiederum nicht. Und was ist, wenn wir das tauschen? Das wollt ihr wiederum. Ja, machen wir so, das passt besser. Gut, dann brechen Sie Verträge mit Portugal. Avignon kommen wir dann später ab. So, ein bisschen haben wir ja noch jetzt hier. Vertragsbruch noch mit Mantua. Lohnt sich nicht, nee, kriegen wir nicht. Gut, dann möchte ich jetzt ein bisschen Geld sehen, Kirchenstaat. Ich meine, ihr verlangt ja immer so viel von den Menschen. Da könnt ihr auch mal ruhig was abgeben. Sehr schön. So. Der Kirchenstaat tritt mir jetzt hier eine Provinz hier ab. Das ist ja kein Problem. So, dann sind wir jetzt hier durch. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier zurück. Und Adelsfehde. Der Hass zwischen den vielen Adelsfamilien eines Staates war eine Realität. Oft brach die Situation offenen Konflikt aus. Das Ergebnis war zwar kein ausgewachsener Bürgerkrieg, konnte aber die Stabilität des Landes enorm beeinträchtigen. 9 Adeligenregimenter erheben sich, damit könnte ich jetzt leben. 25 Autonomie oder 33 diplomatische Macht verlieren. Ich kann tatsächlich jetzt am ehesten mit den Adeligenregimentern leben. Stopp, ein bisschen ausbremsen hier. Die holt ihr euch eben ab. Ihr seid ja jetzt hier doch mannmäßig definitiv in der Überzahl. So, wir gucken jetzt mal. Ich glaube, Genua wäre langsam einem Frieden nicht abgeneigt. Ich meine, das zu belagern am minus 42 dauert auch ewig. Ja, einen weißen Frieden würdet ihr nehmen. Wenn ich genau was verlangen würde, das wäre euch zu viel. Aber ich denke mal, einen weißen Frieden können nur so Parteien überleben. Gut, dann geht ihr jetzt nämlich nach Labadour und ihr holt euch jetzt hier in der Provence. So, dann nehmen wir jetzt hier noch einfach die letzte Festung ein, dann können wir den Gesamtfrieden machen. So, und Florenz hat hat Kirchenstaat den Krieg erklärt. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir gerade, ja, ungünstigerweise, zufällig gerade so den Kirchenstaat ein bisschen zerlegt haben. Protestantismus etabliert. Da der Protestantismus immer mehr katholischen Länder Einzug erhält, gibt es immer weniger Menschen, die die Fastenzeit befolgen. Und den 40-tägigen Zeitraum, in dem jeder anständige Katholik kein Fleisch essen darf und gezwungen ist, Fisch zu essen, bricht die Nachfrage an Fisch ein. Minuspreis für Fische. So, Mantua möchte Zugang haben, weil sie im Krieg sind mit Florenz. Nee, Florenz war bis jetzt immer ganz gut zu uns. So, Florenz, den Militärzugang brauchen wir aber nicht mehr. Danke. So, technologisch muss ich mal kurz gucken. Die Handelsideen dürfen wir tatsächlich wieder forschen. Das heißt, nationale Handelspolitik. Nationale Handelspolitik. Durch die Festsetzung einer nationalen Handelspolitik können wir unsere Präsenz in der Wirtschaft steigern und die Effektivität unseres Handels erhöhen. Plus 10% Handelseffizienz. Bringt uns Kohle. Sehr gut. So, mache ich kurz weiter. So, die Rebellen da hinten haben vernichtet. Florenz kriegt hier keinen Zugang, brauchen sie nicht versuchen. So, und unsere Männer können sie jetzt erholen. Unser Diplomat ist gestorben. Da muss ich mal ganz kurz einen neuen kriegen hier. Amboise kriegt nochmal 10% Handelseffizienz. Sehr gut. Sehr schön. So, wir machen natürlich noch Minus, weil sich unsere Truppen noch erholen müssen und hier noch im Krieg sind. Das kann sich ziehen. So, jetzt haben wir Luca gewonnen. So, expressive Expansion ist hier unten nur so ein Zehnerbereich. Das heißt, wir können uns hier tatsächlich eine Ecke nehmen. Bin mal gespannt, wie viel da geht. So, Savoyen natürlich als Kriegsziel und, na, das ist schon zu viel, oder? Wer wird sich dann einschließen? Oh ja, zu viele Staaten. Ne, dann machen wir zwei Provinzen. Ihr gebt mal Mailand wieder an Mailand zurück. Novara könnt ihr behalten. Wie viel könnt ihr denn zahlen? Fragen wir jetzt mal so. Nicht viel. Gut, dann brecht ihr auf jeden Fall die Verträge mit Aragon. Das ist ganz wichtig. Darauf habe ich keine Lust mehr. Und Luca entlasst ihr noch in die Freiheit. Das nehme ich mal als. Ja, das ist nett. Das nehmen wir so. Gut. Zack. Zack. Frieden. Zwei Provinzen, Nizza und Savoyen, haben wir uns geholt. So, eins, zwei.
Und ihr geht jetzt zurück nach Dradingskirchen und aggressive Expansion beträgt jetzt im Osten wieder, ach, solide 40. Auch nach Norden hin. Oh ja, das hat sich, also sobald man in Italien was macht, das breitet sich mal ganz schnell aus. So, mit Luca haben wir jetzt natürlich gute Beziehungen und die möchte ich jetzt nämlich vasallieren. Ja, hier dürften wir gut Bündnis anbieten. Gut, und Staatsehe bräuchten wir noch mit denen und wir haben verloren unser Eroberungskriegsgrund. So, wir sollen Reichsterritorium abgeben. Nein, danke, Österreich. Und ja, darf ich jetzt meine Staatsehe oder muss ich dann noch ein bisschen für warten? Ich muss warten bis zum Weihnachten, okay. So, Staatsehe, sehr gut. Und es kommt wieder ein Bündnisangebot aus Aragon, dann sind wir wieder gut gerüstet. So, okay. Entschuldige. Das Bündnis steht hier wieder. Hier sind wir jetzt so weit, dass wir jetzt die Vasallierung anbieten können. So, und Luca, ihr müsst jetzt unser Vasall sein. Ja, ist er. Perfekt. So, mal gucken, militärisch hängen wir hinterher. Da muss ich leider, kann ich leider keine Idee forschen. Gut, das heißt, wir fahren jetzt gleich wieder, sobald wir die Kernprovinzen erstellt haben, den Sold runter. Ja, staatenmäßig können wir nichts begründen. Hier, oh, England wäre tatsächlich interessant, weil deren Dynastie vielleicht am Ende ist, die Lancaster. Oh, Exkommunizierung vom Papst, minus 2 Prestige jährlich, minus Toleranz wahrer Glaube und minus 10 Papsteinfluss jährlich. Nanu, wir wurden exkommuniziert. Na, Österreich steckt dahinter. Erlangt Kontrolle des Pontifikats hat sich damit natürlich erledigt. Gut, italienische Ambitionen. Alle 5 Provinzen in Italien. Ja gut, das kann unsere tatsächliche Ambition sein. Finde ich nicht schlecht. Nehmen wir. So, dann machen wir kurz weiter. Obwohl es ja Schwachsinn. Solange ich hier keine Nationalisten habe, kann ich das auch so regeln. Ja, Ferrara kriegt hier Zugang. Dann heben wir jetzt einfach mal wieder uns die Kohle auf. Ich meine, Kredite haben wir jetzt gerade keine. Ne, das heißt, wir können wieder bauen. So, wir brauchen noch die Schiffswerften jetzt hier unten. Eins, zwei und eine fehlt dann noch. Die holen wir uns dann auch noch und dann können wir Tempel bauen gehen. Sieht aber ganz gut aus, was wir bis jetzt so fabrizieren. Der Italienfeldzug war ein kleiner Erfolg. Also drei Provinzen auf jeden Fall, kann man nicht meckern. Ist halt teuer da unten. Bauernkrieg gibt es jetzt in Kastilien. Das heißt, die sind auf lange Zeit auch erstmal ausgenockt. Haben sowieso keine Verbündeten. Waffenstillstand haben noch bis 15, 13, 2 Jahre. Müssen wir mal gucken, wann wir da wieder agieren. Und italienische Kriege. Die italienischen Kriege waren eine Reihe von Kriegen zwischen 1449 und 1559. 1494 und 1559, an denen die meisten italienischen Stadtstaaten, der Kirchenstaat und die Großmächte Frankreich, Spanien und das Heilige Römische Reich beteiligt waren. Nach dem Krieg gegen Venedig war Mailand auf der Suche nach Verbündeten und wandte sich deshalb an Karl den 8., also Charles dem 8. von Frankreich. Als Ferdinand I. von Neapel starb, benutzte Karl den alten Anspruch des Hauses Valois, um im Jahre 1449 in Neapel einzumarschieren. Trotz der Erfolge auf den Schlachtfeldern hatte Charles mit Versorgungsproblemen zu kämpfen und war 1498 zur Heimkehr nach Frankreich gezwungen. Der Konflikt um Italien war damit jedoch noch nicht ausgestanden, sollte Spanien und Frankreich noch weitere 61 Jahre lang Kriege verwickeln. Österreich beansprucht nun alle Provinzen Italien. Wir sollen uns aus Italien zurückziehen, Prestige verlieren oder, wenn sie Krieg wünschen, wir halten 10 Prestige und verlieren 75 Meilen mit Österreich. Wir haben eh schon minus 200, ja, wenn sie es wünschen. Wir bleiben natürlich nicht so einfach weg. So, Neapel erklärt den Kirchenstaat den Krieg. Sollen sie tun, wenn sie da was zu holen kriegen, bitte, sind ja unsere Verbündeten. So, letzte Flottenstation. Ah ne, wir können mittlerweile hier auch noch eine bauen. Ja gut, also geht erstmal weiter mit der Flottenbauerei. Ja, mit der Schiffswerftbauerei. Flottenmäßig müssen wir natürlich auch schon wieder was tun, da sich das ja hier wieder erledigt hatte. Ich glaube, wir basteln gleich ein paar Begleitschiffe auf jeden Fall mit, damit sie nicht so einfach zerlegt werden. So, einen Monat noch. Zack. Ja, hier jetzt nochmal. Danke. Und naiver Verwandter, ein Nachfamilienmitglied der Familie.
ein nahes Mitglied der Familie unseres Herrschers war sehr naiv und erzählt Fremden öffentlich wichtige Informationen. Das ist eigentlich Hochverrat, aber es ist ein Mitglied der königlichen Familie zu exekutieren, kann die Gesellschaft einen Aufruf setzen. Richtet ihn hin, 10 Prestige oder 25% Spionageabwehr für die nächsten 20 Jahre. Ne, 10 Prestige, wir richten ihn hin. Hochverrat ist Hochverrat. Ja, kann man vor der Familie auch keine Ausnahmen machen. Neapel wünscht Zugang, natürlich Neapel, kein Ding. So, Geld machen wir genug, Waffenruhe haben wir noch ein Weilchen. Ja, kann man sich jetzt erstmal ein bisschen zurücklehnen hier wieder. So, Rosenkrieg. Unterstützt das Haus York, haben sie gewählt. Richard der Dritte von York 013 mit starkem Anspruch wird Herrscher für die Rekrutenreserve plus 10% Unruhen und Lancashire erhält das Haus, unterstützt das Haus Lancaster und 30.000 Thronanwärter Rebellen in Lancashire. Okay. Herzlichen Glückwunsch, England. Willkommen im Bürgerkrieg. Oder im Rosenkrieg heißt es ja bei euch. So, stopp. Waffenstillstand vorbei mit Aragorn und Navarra. Naja, ist mir egal. Sollen sie hier Durchmarsch kriegen? Ist kein Problem. Sind ja unsere Freunde. Ja, England ist halt immer so eine Sache. Wären die nicht mit Österreich verbündet? Ich weiß nicht, wie stark jetzt Österreich gerade ist. 27.000. Wie stark ist England selbst? Die sind ja, wie gesagt, im Bürgerkrieg 34. Ich glaube, wir unterziehen uns gleich zumindest wie einem flottenmäßigen Bauprogramm. Obwohl, wir können ja gar nicht. Ah ne, Nizza ist noch gar nicht Kernprovinz, da muss ich noch kurz warten. Müssen wir mal gucken. Weil vielleicht kann man sich ja auch nach England übersetzen. Wäre ja auch keine schlechte Idee. Gerade um den Schotten mal zu helfen. Die stecken ja so ein bisschen in der Klemme. So, Nizza hier. So, und Flottenbauprojekt. Wir brauchen wieder wie viele Schiffe? 18. 8 haben wir, von 12, 13 brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kein Geld mehr. 10, 11. Kein Geld mehr. 12, 13. So, dann haben wir schon die Truppentransporter wieder zusammen. Dann müssen wir mal gucken wegen. Ja, Übergangsschiffen. So, Waffenstillstand des Kastiliens vorbei. Sie sitzen jedoch immer im absoluten Bürgerkrieg, den ich gerne erstmal abwarten würde, auf jeden Fall. Und sitzen noch zusätzlich im Krieg mit Marokko. Also, wir werden uns auf jeden Fall dran wieder vergreifen. Das steht nicht nur nagelfest. Waffenstillstand ist vorbei und das Erbe von Anjou. Na super. Also, erstmal hier. Waffenstillstand ist vorbei, das haben wir geklärt. Das Königreich Neapel befand sich 1443 im Besitz von Aragon und damit von Spanien. Jetzt ja nicht mehr. Sein letzter Herrscher René von Anjou hatte sein Reich an den Ferdinand von Aragon verloren, der dort 1458 bis 1494 regierte. Nach seinem Tod 1494 folgte der schwache König Alfons auf den Thron. Sein Königreich würde vermutlich in den Händen der Regenten Spaniens enden. Charles VIII. Von Frankreich, ein direkter Nachkomme des Hauses Anjou, hatte ebenfalls einen legitimen Anspruch auf den Thron. Nach der Neapel-Expedition Charles VIII. Im Jahr 1494, die trotz des überwältigenden Sieges in Fornova am 5. Juli 1495 die Furia Francesca oder so in einer Katastrophe geendet hatte, brachen weitere Kriege aus. Erst Papst Julius II. Konnte 1503 vermitteln. Insgesamt erschütterten sechs Kriege die Halbinsel. Was 1494 in Neapel begonnen hatte, sollte 1559 im Friedensvertrag zwischen Frankreich und den Habsburgern in Cateau-Cambrésis enden. Französische Siege in Klammern Marjano 1515 und Niederlagen Pavia 1525 wechselten sich ab und nicht nur außerhalb Frankreichs, sondern auch in Frankreich selbst wurde gekämpft. Lass uns einen Anspruch deutlich erheben. Wir halten Anspruch auf alle möglichen Städte hier. Also wir könnten sozusagen zusehen, dass wir hier in Neapel einmarschieren und verzichten auf unsere Ansprüche und verbessern die Beziehung. Da wir sowohl mit Aragon als auch mit Neapel verbündet sind, halte ich es für nicht sehr sinnvoll, unsere Ansprüche hier zu erheben. Außerdem haben wir in Italien gerade expandiert. Das halte ich nicht für sollten ratsam. So, wir können ja eine Technologie erforschen und unser General ist gestorben.
Militärische Technologie, Berufsoffiziere. Berufsoffiziere 15.9 riss ein Mönch und ein Ingenieur die mittelalterlichen Mauern von Padua ein und ersetzte sie durch einen Schutzwall und einen Graben, bei dem das Flankenfeuer von den Mauern zusätzlichen Schutz bot. Ja, wir erhalten einen neuen möglichen Einheitentyp, wobei ich hier die Condotta definitiv präferiere, die ja, italienisch für Vertrag stehen, Söldnereinheiten halt. Mag ich persönlich am meisten. So. Gut. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was das Thema Begleitschiffe sagt. Ich bin dafür, wir bauen drei Karacken und oder zwei, ja, zwei Karacken und drei Karavellen. Also eins, zwei Karacken und die drei Karavellen müssen dann nachher noch folgen. Dann müssen wir so ein bisschen Begleitschutz jetzt bei den Flotten haben. So, 15:14. Die Schiffe kommen. Noch 10 weitere Tage. So. Und ja, jetzt sammeln wir die Schiffe alle hier. Nein, nicht die Armee. Die Schiffe. Hier oben. Und bauen noch drei Karavellen. Eins, zwei, drei. Passt das von unserem Flottenlimit eigentlich? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach ja, locker. Wir schicken mal die Einheiten von den Küsten weg. Das könnte, glaube ich, gerade langsam zum Problem werden, weil hier alle Leute langlaufen wegen dem Krieg, fällt mir jetzt gerade so auf. So, hier packen wir jetzt wieder die 21 Truppentransporter zusammen. So, und. Ach, Angriffskrieg gegenüber Kastilien, Rückeroberung von Aragon. Ja, wenn ihr unsere Hilfe benötigt, ich sage nicht nein. Habe aber vom Prinzip her eigentlich anderes vor. Das Leid der Händler, haben wir schon mal, glaube ich, gehabt, gibt die Unterstützung. So. Ja, wir sind jetzt im Krieg mit Kastilien und ja, sehen mal zu, dass wir vorsichtig, aber bestimmt hier uns mal die Provinzen aneignen. Hier brauchen wir noch einen neuen Anführer. Haben wir keine militärische Macht zu. Hier brauchen wir einen neuen Anführer. Haben wir keine militärische Macht zu. Herzlichen Glückwunsch, Walter. So, zumindest einen kann ich jetzt kriegen. Da setzen wir jetzt so den hin. So, den dritten militärischen Anführer. Ja, bin ich mal so frei und setze unseren König in den Sattel. Vorerst. Auch belagern kann er sogar. So, holen wir uns jetzt hier die Provinzen. Na, jetzt kommen so Bauernaufstände, die kriegen wir aber platt. So, ihr geht jetzt. Ah, ihr geht gar nicht hin. Okay, ihr bleibt da und wir belagern jetzt diese Festung hier. Dann machen wir den Nordteil, den Süden muss Aragorn schon selber machen. Kann ja auch nicht alles tun. So, die drei Karavellen können schon mal rübersetzen. Ich denke mal, die See wird hier gut kontrolliert von Aragorn. Kastilien hat momentan einfach nicht die Möglichkeiten. So, kurz pausieren. Wir können wieder Technologie forschen. Moderne Theokratie machen wir jetzt auch. Jetzt können wir eine neue Ideengruppe auswählen und ich bin dieses Mal dann für die Wirtschaftsideen, die wir letztes Mal nicht nehmen konnten oder nicht nehmen wollten halt. Passt ja nicht ganz in unser Konzept und wir sind noch vor. Reitermäßig unterwegs in Diplomatie. Heißt, hier können wir ohne Probleme Überseekaufleute forschen. Überseekaufleute. Um für ein Wachstum des Handels zu sorgen, müssen wir das Recht auf Staatsbürgerschaft erweitern und die Menschen, die im Ausland leben, unseren Handel unterstützen und den passenden sozialen Stand haben, als Bürger anzuerkennen. Anerkennen. Plus ein Händler. So, den Händler können wir jetzt hier verwenden. Mal kurz gucken, Handelskarte. Wir schieben von Bordeaux, das ist ja hier im Westen, in die Champagne. Das heißt, was fließt noch in die Champagne? Nur eigentlich das Rheinland. Und da haben wir auch schon einen Händler. Ja. Dann ist jetzt die Frage. Also eins, zwei Zufahrtswege haben wir jetzt hier.
Dann würde ich sagen, Champagne. Ja, wir müssen eigentlich mal italienischen Handelseinfluss ausüben. Das heißt, wir holen uns in Genua einen neuen Stütz, obwohl wir können den Ärmelkanal, können wir den nutzen. Ah nee, das ist eine Endzentrale, das geht auch nicht. Ja, wir werden uns in Genua mal einen neuen Stützpunkt holen für unseren Handel. So, da verdienen wir jetzt wie viel? Auch immer in 2,5. So, weiter geht's. Spionagenetzwerk in England. Na gut, das ist nicht das Problem. Wir können unsere Flotte tatsächlich mal nutzen. Wir werden sie jetzt hier vorstellen, wie wir schnell belagern können. So, und unsere beiden Kriegsschiffe versuche ich jetzt mal wieder hier durch die Ecke zu schleusen und hier hinten hinzubringen. Ja, sieht ganz gut aus. Ich glaube, auf Brabant haben wir noch einen Anspruch, von daher. So, jetzt können wir das zusammenfassen, sehr gut. Von daher müsste das alles so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Waffenstillstand mit Genua ist vorbei. Sollen da im Süden schaffen. Okay, Dänemark hat interne Konflikte, das ist nicht gut, das ist unser Verbündeter. So, Namur haben wir jetzt, dann geht ihr jetzt nach Limburg und ihr geht jetzt hoch nach Holland. So, Admiralität ist besorgt. Unsere Admiralität ist besorgt über die Konzentration auf Bodentruppen und so sehr zu Lasten der Flotte. Schiffe bauen wir in nächster Zeit nicht, wir nehmen die Militärkosten. Oh, neue Rebellen, danke. Antwerpen gewonnen. Dann tauschen wir mal ganz kurz durch. Hier. So. Und ihr geht mal zurück nach Brabant und holt euch das mal wieder von den Bauern. Ich habe hier einen 2-Sterne-General, das müsste funktionieren. Jupp, funktioniert auch. So, ich habe hier deutlich mehr Verluste gegen die Scheißbauern eingesteckt als gegen sonst wen. Und Avignon ist eine freie Provinz. Das ist jetzt die Provence. Tja, die holen wir uns direkt ab. Staatlichen Anspruch, sage ich schon, allgemeinen Anspruch herstellen. So. Ja, ich denke mal, Brabant könnten wir bekommen, ansonsten lassen die bestimmt die Niederlande was unabhängig werden. Das schadet Frankreich, das reicht schon. Das Angebot können wir ablehnen, das hatten wir schon mal. Möchte jetzt auch nicht alles doppelt und dreifach antworten. So, Staatsehemann Christian von Wittelsbach ist vorbei. Holen uns mal einen neuen Staatsehe ab. Und hier gehen wir jetzt nach Breda und nach Seeland und dann sind wir auch gleich im Norden durch. Obwohl ich fast zu einem Separatfrieden neige, aber das ist was anderes. Muss ich gleich mal kurz gucken, sobald wir ein neues Jahr haben und die Festung hier. Ne? Nun, Rebellen, ach hier unten, ja, das ist mir egal. Und das war's auch schon mit dem Krieg. Gut, Kastilien tritt Brabant an Frankreich ab, sehr schön. Und tritt Aragon, Madrid, Toledo, Jean, Soria und Roya an Aragon ab. Verzichtet auf Ansprüche und ja, Friedenskosten, ja. Okay, jetzt ist es relativ gleich auf. Das passt jetzt. Aragon und Kastilien sind jetzt relativ gleich stark. So, Brabant ist in unsere Herrschaft gegangen. Sehr schön. Hat uns also auch was gebracht, der Krieg. Dann gehen wir jetzt mal alle hier so in den Norden rein. Dann passt das. So, vorausgesetzt halt nur so lange, bis jetzt gleich die Provence ansteht. Die hole ich mir natürlich jetzt noch ab. Also einmal die Männer hier runterschicken. Die Flotte kann wieder nach Hause. Wir haben wieder die Dominanz im Weinhandel verloren. Nein, ihr kriegt keine Provinz in Österreich. So, ein bisschen Kohle haben wir jetzt gerade. Das heißt, wir bauen jetzt mal ein paar Tempel wieder. Mal gucken. 21 ist das meiste, was ich jetzt gerade so sehe. 23 ist hier in Bori. Oder Berry, wie ihr es nennen wollt. Ja, das ist das meiste. Hier 23. Dann nehmen wir jetzt hier noch 21. Dann haben wir unser Geld ausgegeben. So.
Das passt. Anspruch, fertig. So, zack, alles minimieren. Spionagenetzwerk beenden. Einfach ein paar Tage weiter. So, und Krieg erklären. Für Hilfe brauche ich hier nicht. Das mache ich immer alleine. So, damit geht Avignon doch auch in unsere Hände. Kleinvieh macht auch Mist. So. Sieht aber soweit ganz gut aus. Bin zufrieden. So, und nach dem Krieg mit Avignon, ja, muss man gucken, was dann ansteht. Ja, ich denke mal, Festung können wir wieder ausschalten. Das braucht jetzt keiner mehr. Die Truppenmoral brauche ich jetzt natürlich noch. Das steht außer Frage, aber. So. Wir verlangen Zugang Utrecht gegen Kastilien. Nö, kriegt ihr nicht. Ich möchte die Nordgebiete haben. Nein, dann kriegt ihr alle keinen Zugang. Ihr werdet wahrscheinlich alle in derselben Scheiße drin stecken. So. Kardinalminister, lass uns die Formalitäten hinter uns bringen, das hatten wir schon mal gehabt. So. Und wir dürfen eine Idee forschen, vorausgesetzt wir wären zeitlich voraus, sind wir aber nicht. Institutionen dürfen wir auch noch nicht machen, ist noch nicht hier. Gut, okay, dann kannst du jetzt noch weitergehen. Nach politische Karte, danke. Avignon fällt noch nicht, will noch nicht fallen, wie auch immer. So. Jetzt ist Avignon gefallen. Sehr gut. Also kommt Avignon in unsere Hände. Dankeschön. Einmal die vollen Zahlungen bitte. Kernprovinzanspruch aufgeben. Dankeschön. Fertig. So, und hier haben wir jetzt Kernprovinz. Genau. Oh, die sind protestantisch. Ja gut, dann müssen wir eben unsere ganzen Akten, also Akt zur Religionsverbreitung müssen wir einmal durchsetzen und den Uniformitätsakt. So, jetzt haben wir noch drei Sachen. Das bringt Missionarstärke, das bringt Toleranz für Heretiker und das bringt Missionarstärke. Heißt, wir nehmen hier die Missionarstärke und hier die Missionarstärke. Ach, das dürfen wir auch nehmen. Okay, dann nehmen wir das auch noch. So. Wir müssen natürlich schön katholisch sein. So. Ach so, ja, das können wir natürlich jetzt nicht machen, weil wir da eine Campus umwandeln wollen. Gut, dann würde ich sagen, ich sehe gerade auf die Uhr, wir sind, glaube ich, für heute durch. Dann würde ich sagen, danke dafür, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich natürlich schon auf das nächste Mal, wenn es hier heißt Let's Play European Universals zusammen mit mir, dem Malte. Tschüss! Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.